Willkommen zurück zu Pokémon Sosimo und heute in diesem Video fordern wir Sandra heraus. Die 8. von 16 Arenaleitern. Ja, wir haben unsere Pokémon geheilt. Ich habe meine Pokémon geheilt. Ja, das habe ich allerdings im Offscreen getan, also könnt ihr es nicht wissen. Ja, und gut, jetzt kämpfen wir gegen Gyarados, was ich jetzt nicht besiegen werde, genau wegen dem Hypertrank. Was jetzt irgendwie fast schon vorauszusehen war. Oh, wow. Okay, und jetzt setzen wir mal Hypertrank ein. Ja, ich habe auch noch ein paar Isems gekauft zum Auffrischen der KP. Ja, wenn man das so nennen kann. Und es ist fast weg. Und jetzt komm. Ja, okay. Gyarados besiegt. Yeah. So. Jetzt schicken wir erstmal Visor als Opfer. Und setzen nochmal. Ja, nee, kein Hypertrank, sondern. Was hab ich denn noch für solche Tränke, die alles heilen? Na, Toptrank, okay. Setzen wir nochmal den Toptrank ein. Yeah. Okay, Drachenpuls, was für eine Überraschung, dass es jetzt besiegt wurde. Hätte ich jetzt überhaupt nicht gedacht, wisst ihr. Überhaupt nicht. Ja, gut. Dann jetzt mal Drachenwut. Rauchwolke ist nicht so gut, finde ich. Also, für mich, weil jetzt die Genauigkeit eingeschränkt ist und, naja. Das seht ihr's, ich hab nicht getroffen. Perfekt, ey. Was soll ich einsetzen? Ich habe hier keine guten Items. Setz ich halt noch einen Hypertrank ein. Das Dumme ist, dass es jetzt mein letzter Hypertrank war. Und davon hätte ich noch ein paar mehr kaufen müssen. Ja. Das sehe ich ein. Und der Drachenpuls. Ey, der besiegt mich erstmal voll nicht. Ja, und jetzt bräuchte ich ein Pokémon, was ruckzuck kann, aber. Da haben wir leider keins. Ja, bis. Ach nee, was für eine Überraschung, dass es jetzt besiegt wurde. So, okay, Tornipto. Ich hoffe mal, dass Tornipto schneller ist. Ja, es ist schneller, sehr schön. Okay, Tornipto Level 53. Uhu. Risikotackle, okay, dafür verlernen wir jetzt endlich mal unsere fast schon bisher unentbehrliche Attacke. Flammenrad. Aber es muss sein. Ja. Jetzt kommt ein Dragonier. Pokémon wechseln. Das setzen wir jetzt erstmal. Was ist unser zweitstärkstes Opfer? Ja, Habitak. Unser kleines Fliegen-Pokémon. Und ja. Setzen einen Beleber ein. Oh, wow, ich habe 6 Beleber. Davon habe ich genug gekauft. Ach du Kacke, das wurde besiegt. Mal wieder so eine Überraschung. Nee, echt jetzt. Eiszahn. Ich bin natürlich gerade im Moment sehr froh, dass es Eiszahn kann. Ich bin nicht froh, dass Dragonier Drachenpuls kann. Okay, aber jetzt kommt das letzte Dragonier. Und jetzt setzen wir unser nächstes Opfer ein. Krabi. Ja. Und ich glaube, wir haben den Kampf noch nicht ganz gewonnen. Also, es ist noch alles offen. Ja. Habe ich irgendwie. Hab ich nicht. Okay, dann muss ich einen Paraheiler einsetzen. Weil ich will auf keinen Fall mit einem paralysierten Gyarados hier irgendwie ein Risiko eingehen. Ach du Kacke, Krabi wurde besiegt. Wieder so eine Überraschung. Und jetzt Mogelbaum. Ich denke mal, Mogelbaum könnte sogar einen Drachenpuls aushalten. Eventuell. Ganz eventuell. Okay, hält es einen Drachenpuls aus? Nein. Okay. So. Let's Tornipto. Flammenwurf. Ja, yeah, Gegner brennt. Das ist natürlich perfekt. Tornipto, ich bin sehr stolz auf dich.
sehr, sehr stolz. Du hast den Kampf für uns entschieden. Das ist ja so toll. Okay, wir haben gewonnen. Ja, das war die 8. Arena-Leiterin. Wow. Okay, nachdem wir den Orden jetzt erhalten haben. Oh, ich erhalte ihn gar nicht. Ja, weil ich ja noch in die Drachenhöhle muss, oder wie die heißt. Ja. Okay. Und dann könnt ihr euch also im nächsten Video auf den, auf die Drachenhöhle oder wie die auch immer heißt. Keine Ahnung, also wirklich. Keine Ahnung. Ja, ihr könnt euch auf diese Höhle freuen. Und ich surf mal ganz kurz hin, ob mal, ich will nämlich mal sehen, ob ich noch weiß, wo die ist. Ja gut, in dem Haus nicht. Geht's den Fluss hier lang? Oder ist die da oben bei dem See? Ich hoffe mal, das Video geht noch nicht so lang. Weil ich noch ganz gerne ein bisschen weiter drehen wollte. Ich hoffe mal, die ist hier da, der ist hier dahinter. Der Drachensee. Oder. Ach, Drachensee, wie komme ich jetzt da drauf? Drachenhöhle. Oh wow, ein Körper der Level 9. Und ich konnte auch noch flüchten. Wow, das hatte ich jetzt nicht erwartet. Ja, Drachenhöhle, ich hatte recht. Okay, und hier geht es dann im nächsten Video weiter. Bis dahin, ciao Leute.